Einen wunderschönen guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend oder einfach guten Morgen und herzlich willkommen zur Lotus-Challenge beziehungsweise zur ersten Ausgabe von Pronobs Dossiers. Ich traue immer noch hinterher, dass ich den Namen Dostalgie nicht nehmen kann, weil Rainer Schauder das damals schon belegt hat. Ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich ihn anschreibe und frage, ob ich seinen Namen für die Kategorie übernehmen darf, aber das wäre ja auch unkreativ. Dementsprechend zeige ich euch jetzt in Pronobs Dossiers oder Noobis Dossiers, wie habe ich das denn genau genannt? Ich weiß es nicht. Zeige ich euch Spiele aus meiner Kindheit quasi. Also alte DOS-Spiele. Wir hatten ja früher nichts anderes. Und ich fange erstmal mit den Spielen an, die ich tatsächlich kenne und werde mich dann nach und nach vorarbeiten zu Spielen, die ich selbst ich damals nicht erlebt habe. Und das ist jetzt Lotus Challenge. Also Lotus ist so ein typischer Kart Racer, wie es heute jetzt auch wieder auf Google und Android gibt. Und ich zeige euch mal eben, wie mich das Spiel begrüßt hat. Da kriege ich nämlich echt Kopfschmerzen. Auch das war früher für mich Standard. Also das klingt jetzt fast noch besser, als es früher klang, weil früher hatten wir nur den PC-Quäker, wie er so genannt wurde, keine Soundkarte. Aber inzwischen habe ich ja Soundkarten, dementsprechend nehmen wir die mal. Und was hier schon ein witziges Gimmick ist, hier schon alles eingestellt, Automatik, Beschleunigung, Steuerung hatte ich eigentlich auch eingestellt, ich weiß nicht, ob es gespeichert hat. Mache ich nochmal. Left, right. Ich mache das Ganze jetzt mit den Pfeiltasten. Quasi Stil echt, nicht WASD oder so eine Scherze. Ich suche mir mal eine... Was ist das denn hier? Achso, ich kann einen Grundkurs. Ich nehme mal Fragezeichen. Mach mal ein Rennen auf Zeit. Ich mache diese Formate nicht fürchterlich lange, aber das sind echt überwiegend Spiele, die echt immer so für zwischendurch waren. Was ich hier vermisse, ist ein rotes Auto. Einen roten Lotus, aber egal. Wir nehmen den blauen. Und das fand ich geil. Hier könnt ihr euch die Musik aussuchen. Das hatte ich nämlich so gar nicht mehr in Erinnerung. Ich meine, als ich das Bild, den Bild gesehen habe, den Bildschirm hier gesehen habe, da wusste ich wieder, ja, stimmt. Allerdings durfte ich mir das eben noch mit Quäker anhören, bevor ich geschnallt habe, dass man auch auf Blaster umstellen kann. Es gab auch keine Motorensounds. Ich bin mal gespannt, ob es die gleich gibt. Ding, ding, ding. Ich nehme mal hier so einen Techno-Sound. Zufälliger Track? Mal gucken. Also zufällige Strecke. Und ihr seht schon grafisch ein Highlight. Wir haben nicht mal Motoren-Sounds und eine ziemlich enge Strecke. Das war vielleicht nicht so gut. Und was ist das Sinn des Sinn des Spiels? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Einfach nur, oh, man sollte nicht vergessen, Gas geben. Dann kommen wir wieder auf die Strecke. Meister. Und so hat man das früher gespielt. Simple Grafik, wobei ich manche Spiele mir angeguckt habe von früher, die waren, also die kann ich heute kaum noch angucken. Ich weiß gesagt, ehrlich gesagt gar nicht, worum es geht. Ich glaube, innerhalb der Zeit die Checkpoints abzugrasen. Oh, ich komme nicht wieder auf die Strecke. Und die schöne Musik zu genießen. Und die Musik finde ich aber immer noch geil. Gut, mit den Quiekern klang die jetzt nicht so spannend, aber... In sowas hat man sich früher jetzt einfach... Also man muss noch mal ganz klar sagen, dieses Spiel ist jetzt von 93. Ihr Leute, die ihr früher Konsolen hattet, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr das habt. Da kann ja fast... Also ich hab Spiele, alte Spiele angeguckt auf DOS. Da konnte selbst der Gameboy mithalten, beziehungsweise sahen Gameboy-Spiele besser aus. Ja genau, es geht nur darum, hier von Checkpoint zu Checkpoint zu kommen. Innerhalb der Zeit. Und sich nicht dauernd von anderen Leuten ranzulassen. Das Ganze kann man natürlich auch noch mit Kontrahenten fahren. Und den Highscore in die Höhe treiben. Und ey, wie habe ich die Steuerung nicht so beschissen in Erinnerung? Ich komme ja gar nicht wieder auf die Strecke, wenn ich erstmal davon abgekommen bin. Meine Güte. Hätte ich doch diesen komischen Spielerautomaten in Anführungsstrichen, den es früher gab, das so aussah wie so ein Autocockpit, wo man am Lenkrad hin und her drehen konnte, daran erinnert mich das irgendwie. Aber man merkt daran, dass es ein sehr altes Spiel ist, dass man nicht mal Motoren-Sounds hat. Der C64 früher musste sich ja entscheiden, nur zwischen Musik oder Spielesound. Beim PC waren in den Frühjahren anscheinend nicht mal das möglich. Ich frage mich, ob die Strecke auch mal irgendwann endet.
Ich muss mich jedenfalls hier extrem konzentrieren. Dagegen ist Project Cars überhaupt... Hallo? Überhaupt nichts. Aber Project Cars 2 kann da nicht mithalten. Aber das ist so halt meine Zeit. Ich meine, früher... Es geht ja heute noch das Gerücht um OPC, alle Jahre aufrüsten und so eine Scheiße. Das gibt's ja heute nicht mehr so extrem. Aber früher, diese Spiele kommen so quasi aus der Zeit. So, dann hast du da dann 80-86er gehabt, dem konnte nicht mehr viel reißen. Für sowas hier musste man, glaube ich, schon, das konnte ich, glaube ich, auch vom 286er spielen. Ob das dann genauso flüssig sich spielte wie jetzt, das sei da mal dahingestellt. Oh, Alter, ich komme überhaupt nicht hinterher. Ich bin froh, dass ich mit Kontrahenten fahre. Ich muss immer vom Gas gehen, um wieder auf die Strecke zu kommen, weil sonst kriegt er sich nämlich überhaupt nicht ein. Ich befürchte fast, den nächsten Checkpoint erreicht nicht. Achso, schon Finish. Ha. Finish. Nicht die Kapseln, sondern... Ein Rennen fahren wir gleich noch. Also fahre ich gleich noch. Ah, Score so far. Achso, kommt jetzt die nächste zufällige Strecke? Nehmen wir mal anders liegen. Nehmen wir mal das. Tatsächlich, er bringt mir automatisch auf eine neue Strecke. Level U, was immer das noch heißt. Oh, guck mal, das ist schon mal breiter. Und Baustellen, oh. Soundtrack finde ich gut. Auch heute noch. Ist kein CD-Soundtrack, aber macht Spaß. Und vielleicht gibt es ja einige von euch da draußen, die tatsächlich in dieser Zeit auch gespielt haben, jetzt hier nostalgisch werden. Also für mich ist DOS totale Nostalgie. Ich mache doch keinen Hehl raus, dass ich die meisten Spiele... Also manche Spiele habe ich angefangen, da muss ich... Die musste ich nach 5 Minuten wieder ausmachen. Dementsprechend wird Dossiers wahrscheinlich auch das kürzeste Angezockt-Format auf meinem Kanal. Einfach nur mal, um zu zeigen, was ich früher gespielt habe. Und vielleicht so, ob das heute noch was taugt. Also wenn ich noch mal an so ein Sonderformat zeigen soll, wie ihr an diese Spiele reinkommt, weil die meisten sind ja, ich hätte beinahe gesagt Open Source, nein, Free-to-Play kann man sagen, Abandon, wer heißt, also sprich, die kann man runterladen, weil sie von keinem Entwickler mehr unterstützt werden. Oh, Alter, lass mich aus der Baustelle raus. Meine Fresse. DOSBox, mit dem man das auch unter Windows 10 noch spielen kann, so wie ich es tue, funktioniert, gibt es ja immer noch kostenlos. Ich schaffe nicht mal das erste. Na, boah, er wird nur den ersten Checkpoint geschafft, meine Herren. Also die erste Strecke, die ich hier testweise gefahren hatte, die war ohne Hindernisse, da war die Straße breit genug. Da war alles schön, aber hier, boah, Kurven, Kurven, Kurven und Baustellen. Es muss eine Autobahn in Deutschland sein, eindeutig. Weil meine Theorie ist ja, dass diese Baustellenunternehmen, wenn denen der Platz in den Lagerhallen ausgeht, dann stellen sie ihre Verkehrsschilder einfach auf die Autobahn, um sie loszuwerden. Guck mal, hier schon gar keinen Hintergrund mehr. Ach, da, wieder was. Butterweiches Scrolling und, ah, grandios, nicht wahr? Oh, meine Fresse. Und mit sowas hat man sich früher befasst. Da ging es nicht um Spielzeit, da ging es nicht um Grafik vielleicht schon so ein bisschen. Da hat man halt das gespielt, was man gekriegt hat. Da hat man das gespielt, was man auf dem Schulhof durchgetauscht hat. Oh, meine Fresse. Und da sind auch einige Spiele bei, die ich nur bei Freunden spielen konnte. Konnte ich mir jetzt inzwischen halt auch runterladen. Manche Spiele versuche ich nachts zu kaufen, was auch so unter DOS gar nicht so einfach ist. Zumal sich das dann ja gar nicht vernünftig installieren lässt, aber manche Spiele kaufe ich halt nach, einfach weil ich die selbst, naja, Entwickler unterstützt man mit dem Kauf nicht mehr, damit unterstützt man nur noch Privatmenschen, die für die UVP viel Geld verlangen wollen, das ist ein bisschen schade, aber manchmal kaufe ich sie mir halt einfach, um sie ins Regal zu stellen und das Gefühl zu haben, sie legal in der DOS-Box spielen zu können und nicht so wie hier runterzuladen. Wobei, wie gesagt, Abandonware, ich glaube, Abandonware ist wesentlich legaler, als sich ROMs runterzuladen, vermute ich. Oh, oh, nochmal jedes Teil mitnehmen vor dem Ziel. Meine Fresse. Naja, wie dem auch sei. Das war auf jeden Fall Lotus für MS-DOS.
Die Datei weiß ich jetzt gar nicht genau, wie groß sie ist. Hat schon Soundblaster-Unterstützung, läuft problemlos. Also, vielleicht haue ich euch den Link zu abandonware.com zu diesem Spiel in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das runterladen. Wenn ihr direkt jetzt nach dem ersten Format erstmal eine Sonderfolge hättet, wie man überhaupt DOSBox einrichtet, könnt ihr mir das natürlich gerne in die Kommentare kloppen, falls euch das mal interessiert. Ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich fürs Zusehen oder Zuhören, je nachdem, wie ihr meine Videos konsumiert. Danke. Tschüss, bis zum nächsten Video.